Jetzt ist eigentlich gerade ganz nah vorbeigeflogen. Vorher war noch eine Bachstelle in der Nähe. Jetzt kommen sie noch. Das ist noch der Phönix. Den haben wir jetzt noch gerade gehört vorhin. Aber die Bachstelle habe ich jetzt verpasst. Da. Schwalbe. Da sind sie. Sind sie jetzt echt im Süden? Sie zeigen, wie wir es können. Da, Köbel, Bachstelz. Sie ist nicht allzu weit weg. Vielleicht, wenn ich da raus wäre, hätte ich sie da oben gesehen. Ja. Die fliegen hier nicht in alle Richtungen. Ich sehe nicht, wie sie sind. Ja, das ist jetzt schon fast die ganze Woche so. 3 Tage, 4 Tage. Das ist noch ein Abend, wo es fliegt. Wir sind den 1. Oktober 2022. Da. Dort ist noch ein Bachstelz. Jetzt habe ich sie gleich noch vor der Kamera. He? Habe ich das schon richtig gehört? Ein Schwalbe ist an ihr vorbeigeflogen. Und da ist noch die nächste. Da ist der dritte. Eins. Schwalbe. Schwalbe oben durch. Dort auf dem Tisch ist eine. Hier vor dem Chemie ist eine. Und dort ist ein Schwalbe. Die sind jetzt alle hier oben gewesen. Da ist der nächste Schwalbe. Jetzt fliegen sie noch schneller vorbei. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass da jemand raus ist. Das dort, das könnte ein Grünfink gewesen sein. Hinten sind Schwalben. Die Bachstelze ist immer noch dort oben. Und jetzt konnte ich das gleich noch aufnehmen heute. Also das ist jetzt schon die ganze Woche so. Jetzt ist genau. Jetzt ist 9 Uhr. Wir sind der 1.10.2022. Ich schaue gerade nochmal, ob die Bachstelle da ist. Hoppa.
Und da frage ich mich, was das für Vögel sind. Die haben die Körpergröße von einer kleinen Amsel, also nicht ganz ausgewachsener Amsel. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Amseln so in im Schwarm fliegen. Was ein Spatz. Das da ist ein Rabe. Ja, wir sind gerne nöch an den Gebäuden fliegen. Wie wenn das eine Herausforderung wäre oder eben auch einfach, dass man sie nicht so gut sieht. Dass sie nicht zur Beute werden. Obwohl so viel. Also das war nochmal die Bachstelze. Das ist die nächste Spalte. Nein, das ist der Schwarm. Schwarm. Noch ein Mittel zum Stück. Das ist das Fenster. Mit Sport. Ich weiß gar nicht, ob es angenehm ist, um die Videos anzuschauen, wenn ich dort schwalbe, so hin und her. Jetzt ist da einer ganz näher gekommen. Ich habe fast das Gefühl, die schaut da hin. Das ist die nächste Bachstelze. Zwei Stück hier. Drei Stück sind da gegenüber. Drei mal rechts aussen, in der Mitte und eine links oben. Und da ist die vierte, fünfte Bachstelze. Fünf Bachstelze, eine. Man hat sie ganz kurz gesehen und dann ist sie hinten runter. Und da sind noch drei Stück.
5 Bachstelzen konnte ich jetzt so gegenüber aufnehmen. 5 Stück. Das habe ich noch nie können. Also das ist nicht einmal vorgekommen bis jetzt. Ja, das sind alles Schwalben. Da ist nur die Bachstelze 1 und dort 2. Ah, das sind jetzt schon 10 Minuten. Die Vögel hier sind, da ist keine Nahrung. Da ist kein Futter. Hoppa, jetzt ist etwas vorbeigeflogen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Vielleicht war es ein Rabe, vielleicht aber auch ein Falke. Ich glaube, es war kein Falke. Vielleicht ist auch einer gesehen, ist von da so hinterher geflogen, da hinten. So, ich glaube, das länger will. Können wir noch den Phönix. Ich hoffe immer noch, dass eine von den Schwalben hier landet. Das sind jetzt 3 Bachstelzen da vorne. Oben, unten beim Fenster rechts und links, hinter der einen. Jetzt sehen wir sie wieder. Das sind 3 Bachstelzen und dort hinten sind 2 Stück. Nein, das sind Spatzen dort hinten. Nein, die Bachstelze rechts. Ich habe den Schwalbe verpasst. Oh, das sind junge Bachstelze. Jetzt ist da hinten aber noch etwas. Das ist ganz aus dem Häuschen. Oh, die Bachstelze, die tut sich Federn dort reinigen. Oder zu Recht richten. Und damit es wieder vielleicht besser fliegen kann. Und sonst verliert sie Energie, wenn die Federn nicht richtig. Jetzt haben wir die Bachstelze, das Spiel von der Bachstelze gesehen, wie sie einander hinterherjagen. Ich weiß nicht, ob wir das richtig aufnehmen können. Oh. Da oben ist sie, gegenüber vom Dach. Jetzt ist da ein Schwalbe vorbei, da schon wieder. Und wieder eine. Und weg ist die Bachstelze. Habt ihr das gesehen? Das sind 2 Bachstelzen, die so wie um die Wette fliegen, wie das der Phönix jeweils macht. Das sind die 2, die ich vorhin gemeint habe. Стоит это.
letzten Jahr, bevor wir da nicht. Bevor man hier den Falken gesehen hat, da sind ständig die Amseln vor das Fenster gekommen. Vor allem, wenn ich hinten auf dem Sofa gesessen bin. Dann sind die Amseln immer da zum Fenster gekommen, jedes Mal. Und ich weiß nicht, wieso ich das am Anfang nicht aufgenommen habe. Ich habe das für mich selber zuerst mal irgendwie beobachten. Und dann erst mit der Zeit habe ich mir gedacht, hey, eigentlich könnte ich doch Naturvideos noch machen. Weil ich merke, das kommt so viel vor.